Hey, Hey, schön, schön, dass dass ihr ihr da da seid. Hey, was geht? Danke für die Einladung. Entschuldigt das Chaos hier. Was Chaos? Ich wünschte, bei uns wär's so ordentlich. Hast du es gehört, Lizzie, mein Schatz? Magst du unseren Gästen vielleicht was zu trinken anbieten? Klar. Zwei harte Sprudler? Gerne. Für mich auch zwei. Ist das die Kette, die du zum Jahrestag bekommen hast? Ja, krass, da erinnerst du dich dran. Lizzie hat so ein krasses Gedächtnis, die erinnert sich auch 3 Jahre später noch an jedes Wort, was ich irgendwann mal gesagt haben soll. Wenn ich so ein schönes Geschenk bekommen würde, dann würde ich mich auch ewig daran erinnern. Wolltest du auch was trinken, Lizzie, mein Schatz? Schon gut, ich hol mir was, Schatz. Feiert ihr eure Monatstage eigentlich? Manchmal. Ja, ist ja auch viel wichtiger, dass man jeden Tag seine Liebe feiert, nicht wahr? An unserem Jahrestag waren wir tatsächlich in dem Restaurant, wo wir unser erstes Date hatten, ne? Waren wir nicht? Zu unserem ersten Date waren wir im Stadtpark. War das nicht unser zweites Date? Janik ist so süß. Der ist so verliebt, dem ist ganz egal, wo wir sind. Wir wären auch einfach zu Hause geblieben, wenn ich nicht einen Tisch im Restaurant gebucht hätte. Ja, gut, dass wir uns so gut ergänzen. Lizzie erinnert mich wirklich an alles und sorgt dafür, dass ich es monatelang nicht vergesse. Also ich bewundere ihr Gedächtnis. Und ich bewundere Janiks Gelassenheit. Wirklich, der ist die Ruhe in Person. Selbst wenn super viel zu tun ist. Beneidenswert. Janik, kannst du bitte mit aufräumen? Ich räume noch die ganze Zeit auf. Nein, du machst einfach immer nur überall kleine Häufchen und räumst die Sachen nie wirklich weg. Weißt du, so muss ich alles nochmal anfassen. Sorry, dass ich nicht weiß, wo dein Kram hinkommt. Das ist unser Kram. Das ist nicht von mir. Ich hasse Basteln. Janik, damit habe ich gerade die Geburtstagsgeschenke deiner Mutter eingepackt. Was, meine Mutter? Wir haben damit die Yogamatte aus Kork für unsere Zuschauer eingepackt. Erster Link in der Ich Videobeschreibung. möchte doch einfach nur, dass hier ein bisschen Ordnung herrscht, wenn wir gleich Besuch bekommen. Mein Gott, dann liegt hier halt ein bisschen Kram rum. Wir wohnen hier halt. Ja, aber ich will nicht, dass die Leute denken, dass wir totale Chaoten sind, nur weil du keine Ordnung halten kannst. Okay, was soll ich machen? Einfach machen, statt mir jetzt die Verantwortung zu übertragen. Ich habe wirklich keine Lust, dir jetzt jeden einzelnen Handgriff extra zu erklären. Weißt du, da bin ich schneller, wenn ich das selber mache. Ich will doch einfach nur helfen. Wieso denn helfen? Das ist genauso deine Ja, und ich mache Verantwortung. doch auch die ganze Zeit und ich reiß mir den Arsch auf und von dir kommt immer nur mi, 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 anstatt dass du einfach mal Danke sagst. Ja, und sagst. Genau da ist nämlich das Problem. Weißt du, du denkst nämlich, dass du hilfst und erwartest hier eine große Dankbarkeit, nur weil du mal einen Lappen in die Hand nimmst. Hey, schön, dass ihr da seid. Wisst ihr, Janik ist so ein richtiger Philosoph. Der stellt einfach die grundlegenden Fragen, wie zum Beispiel, warum sollte ich das jetzt tun? Bei jedem Handgriff. Ja, und Lizzie hat ein unglaubliches Talent dafür, meine Sachen zu organisieren. Ich finde sie dann zwar nicht wieder, aber sie sind top organisiert und aufgeräumt. Janik ist so ein richtiger Abenteurer. Selbst der Weg zur Mülltonne wird bei ihm zur Expedition ins Unbekannte. Sollen wir was zu essen bestellen? Oh ja, lasst Janik aussuchen. Der ist der führende Spezialist aller Pizzalieferanten im Einzugsgebiet. Ja, wir können auch zusammen was kochen. Lizzies Kochkünste sind einzigartig. Sie stellt Dinge mit Tofu an, die selbst Tofu nicht für möglich gehalten hätte. Janik ist so ein richtiger Gourmet. Wisst ihr, der schmeckt den Unterschied zwischen 2- und 3-Minuten-Nudeln. Lizzie, sag mal, woher ist eigentlich dein Shirt? Das sieht so cool aus. Ach, danke, das von Kleinanzeigen habe ich nur 5 Euro bezahlt. Ach, und sie hat heute Morgen auch nur 3 Stunden vor dem offenen Kleiderschrank überlegt, ob sie das T-Shirt wirklich anzieht. Wenigstens entweicht beim Kleiderschrank nicht die gesamte Kälte. Anders als beim Kühlschrank, wenn man den die ganze Zeit offen stehen lässt, während man Gurken aus dem Glas snackt. Das braucht immer noch weniger Energie, als wenn man jeden Tag die Waschmaschine laufen lässt, obwohl die Klamotten noch gar nicht richtig dreckig sind. Ich liebe einfach, dass Janik mich jeden Tag daran erinnert, dass man nicht dem neuesten Trend folgen muss. Wisst ihr, der kann auch einfach mal 3 Tage hintereinander dasselbe Shirt anziehen und das sieht trotzdem jeden Tag anders Lizzie aus. Lizzie hat ein Talent dafür, einen Kleiderschrank voller Klamotten zu haben, die alle gleich aussehen. Das ist der Stil, den entwickelt man eigentlich in der Pubertät, aber da steckt er noch voll drin. Ui, so spät schon. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt wirklich... Was, jetzt schon? Seid nicht albern. Ihr seid doch gerade erst gekommen. Ja, wir dachten, vielleicht braucht ihr ein bisschen Ruhe, um euch auszusprechen. Wieso, was meinst du? Ihr wisst schon. Naja, man spürt schon ein bisschen die Spannung in der Luft. Das man leid, wenn ihr die auch gespürt habt. Na und? Ja, als ob ihr euch nie streitet. Doch. Wenn? Ja gut, du brauchst schon lange, um dich fertig zu machen. Wenn man erst alle Bartstoppeln aus dem Waschbecken wischen muss? Ich hab mich heute gar nicht rasiert. Dann liegen die Muscheln ein bisschen länger da. Schön, dass ihr da gewesen seid. Bis bald. Das war unangenehm. Alter, die hatten sich gar nicht im Griff. Mega peinlich. Magst du schon ins Bett gehen und uns ein Video raussuchen? Ich räume noch ein bisschen auf und komm dann nach. Mach ich. Wie wär's mit dem, wo wir versucht haben, übers Telefon zu... Ja, freu ich mich drauf. Ja, okay. Bis gleich. Bis gleich.